vorher hatten wir doch die Schatten. Und da kam bei mir, dass mein Beruf, meine Arbeit noch irgendwie so ein Schatten wäre. Aber es kam keine weitere Info. Könntest du da noch nachfragen? Was machst du denn beruflich? Ich bin auf der Bank. Okay. Na, an einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du denn auch mit deinem Beruf? 7. 7 ist also, 10 ist das höchste, 7? Genau, 7, ja. Okay. Ja. Okay, hättest du denn, ich frage einfach mal so und du guckst mal, wie es sich anfühlt, okay? Okay. Hast du denn manchmal ein schlechtes Gewissen, dass du nicht mehr spirituelle Arbeit machst? Ja. Das ist es. Weil ich fühle mich auch wirklich gut, wenn ich spirituelle Arbeit mache. Und ich habe das eine Zeit lang viel intensiver gemacht. Aber momentan, ja, läuft es nicht so. Ja, aber macht doch nichts. Genieß doch das, was du machst, wenn dir Spaß macht. Ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass du irgendwas nicht richtig machst. Weil im Grunde ist alle Arbeit spirituell. Ja. Ja, ja, ich habe auch das Gefühl, dass ich in Bankreihen auch die Pflicht bringen muss und dass da auch von mir, ja, habe ich manchmal mit Kollegen schon, ja, nette Gespräche. Alles ist spirituell, weil du es tust. Von daher ist es egal, was du machst. Es muss nicht nur jetzt so in der Verpackung sein, dass man es als spirituell erkennt. Das wäre okay. Der Schatten, zeigen sie mir. Die sagen, sei du einfach glücklich mit dem, was du machst, ohne zu denken, dass du etwas anderes tun sollst. Okay, ja, damit, ja, super, genau. Ja? Ja. Und wenn das mal irgendwer wieder sich ändert, dann wirst du es merken. Und weißt du, wie du es merkst? Ja, ich denke, ich habe ein Bauchgefühl dann. Und deine andere Arbeit wird dir keinen Spaß mehr machen. Dann ist es nicht mehr eine 7, sondern eine 3. Mhm. Und dann weißt du, okay, jetzt ist es Zeit, dass sich etwas ändert. Ah ja. Ja. Ich finde, das ist eigentlich eine schöne Sache, die du da gesagt hast, weil das wird oft überbewertet, dass es spirituell aussehen muss, weißt du? Wird man auch anerkannt, weißt du? Und genau da kommt es her. Und wenn du daran noch arbeiten möchtest, dann könntest du zum Beispiel die Fragen stellen, Meister und Lehrer, was kann ich in mir noch anpassen, damit ich dieses Energiefeld nicht mehr mit mir rumtrage? Egal, ob es jetzt für den Beruf ist oder irgendwas anderes. Dass Menschen dich nicht so wertschätzen würden, wie du eigentlich bist, mit Jeans und T-Shirt, sondern dass du andere Sachen anziehen musst, zum Beispiel, okay? Ja, okay. Ja. Aha, okay. Gut. Ja, danke schön. Sehr schön.